Ja, liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, wir sind heute wieder im Wald für Sie unterwegs. Und ja, jetzt haben wir mal eine Ruhepause gegönnt. Und ich hocke jetzt auf einem sehr wertvollen Holz, das ist ein Fichtenlangholz, das haben wir bereits verkauft. Jetzt könnte man natürlich sagen, Ende gut, alles gut, aber es ist noch nicht zu Ende. Warum? Weil jetzt ist es langsam wärmer geworden. Wir haben jetzt schon mal über 16 Grad Tagestemperatur. Wir haben das Glück, dass in der Nacht noch kalt ist. Und da war doch irgendwas. Ja, genau. Nämlich, wenn es wärmer wird, haben wir auch neben dem Borkenkäfer einen anderen Käfer, nämlich den Lineatus. Und der Lineatus ist vom Waldschutz her kein großes Problem. Die hat sich spezialisiert auf liegendes Holz. Und der Lineatus ist also ein holzzerstörender Käfer. Der setzt seine Eier in das Holz rein und entwertet dieses Holz. Und das ist natürlich jetzt eine große Gefahr für so ein Holz, also gerade fürs Langholz, das liegt draußen. Das haben Käufer, die eher kleinere Käufer, diese ganz regionale Sägewerke, die dieses Holz brauchen als klassisches Bauholz. Das ist mit das wertvollste Holz überhaupt. Das ist also ein Massivholzprodukt, wird daraus gemacht. Und da gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Wenn das jetzt wärmer wird, das lagert nur draußen, dann entweder wird es gleich wegfahren oder es wird begiftet oder entrindet. Bei uns wird das Holz in der Regel entrindet. Der Sägewerk stellt den Auftrag und lässt dieses Holz entrinden oder es wird wegfahren. Die beiden Möglichkeiten. Wir wollen ja auch so wirtschaften, dass wir nicht begiften müssen in der Regel und das klappt im Winter ganz gut. Und da wird sowas entrindet und weggefahren. Jetzt komme ich hier vorbei, weil ich muss ja immer wieder mal neues Holz aufnehmen oder auch Kontrollfahrten machen und schauen, wie sieht es mit der Abfuhr aus. Und die Erfahrung lehrt, dass man hier auch draußen immer wieder nachschaut und ob das wirklich stimmt, dass das Holz weg ist. Und da muss ich jetzt das Sägewerk anrufen und den Frechter und sagen, bitte schleunigst wegfahren oder entrinden. In dem Fall wird es wegfahren. Und dann ist es gut. Ich schaue jetzt einfach nur mal nach, ob da dieser Polter befallen ist. Im Augenblick schaut es nicht danach aus. Wenn ein Lineatus befallen ist, würde man das ganz gut sehen können, weil der Lineatus hat dann so auf der Stammoberfläche ist ein weißes Bohrmehl im Vergleich zum braunen Bohrmehl vom Borkenkäfer. Also da wird der ganze Stamm weiß sein und dann ist das Holz entwertet. Und das wäre ein riesiger wirtschaftlicher Verlust. Und ganz wichtig eben, dass man so Holz in der Regel im Schatten lagert, weil dort ist die Entwicklung langsamer. Hier haben wir wenig Schatten, also da ist höchste Eisenbahn, dass dieses Holz dann wegkommt. Viel Freude im Wald.